Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Quatsch, So, wir wollen Delfin, hier du vorne noch Scheiße. einmal So heißen gucken, die ob wir noch Gothen. was verkaufen können bei dem einen Dude hier. Man muss Quatsch, eben mal auf. aufpassen, was man auch So, erzählt. bei Darion, genau. Darion. Ja. Erwache! Erwache. So, ich will mit dir Ich handeln. will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Manche lernen eben gar nichts dazu. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Viel guten Stuff hat er Wenn jetzt auch ich damit nicht. nichts zu tun habe. Das Beste, was er hat, ist Erz. Ja, gut, dann können wir ihm halt. Ich glaube Was kaum, können dass wir sich ihm hier daran was jetzt ändert. Das ist wirklich ansehen? nicht mein Problem. So, wir können ihm War doch klar, dass die das Krüge Erde ist. geben, die Becher, die Schüssel, Lass uns lieber über dich hören, dass wir Zähne, nicht gefahren sind. Es passiert Krallen. immer. Die Wir werden wohl Rasiermesser. nicht alles glauben, was so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Frode. Ich glaube, die Dinger brauche ich gar Das nicht. passiert mir nicht nochmal. So. Der 12.312 Geschichte haben wir muss wohl noch schon was dran an sein. Erz. Heftig. Ich halte mich da lieber raus. Immer So, wieder dann dieselbe Reihe. hier haben wir ja. Ich halte mich da lieber raus. Die können wir nicht verkaufen. Die ist zu teuer. Okay, die Was ganz sind nicht anderes. so gut wie unsere Waffe aktuell. Aber die können wir ihm Das geben. passiert mir nicht nochmal. Wenn du Bis meinst. 800 können wir. Vielleicht irgendwie was, was weniger wert ist. Das ist wirklich nicht mein Problem. Nee, den auch Aber behalt nicht. für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern kann. Der Kann Quatsch, ich der Fall. vielleicht das Kurzschwert? Aber behalt's für dich, muss nicht Jo. gleich wissen. Ach komm, Das wir ist wirklich nicht können. mein Problem. Kann schon sein. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist gut so. Ja, dann geben wir ihm. Ne? Immer das passiert mir nicht. Das rostige Schwert? Ja, komm. Machen wir mal so. Dann hat er halt ein Weiß Erzgewinn ich nicht. gemacht. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. So. War nicht besonders schlau. Das ist irre. War doch klar, dass das Sonst können Aber wir hier, glaube ich, hier in dem Lager niemanden mehr was verkaufen. Doch, wir können dem da. Ne, der hat aber kein der Erz. Geschichte muss wohl noch was dran sein. Der hat da hinten kein Erz. Ja, wem können wir noch was verkaufen? Dexter und Fisk waren es eigentlich sonst noch. Aber Immer wieder. Fisk und Dexter, die wollen uns aufs Maul hauen. Das heißt, denen können wir nichts mehr verkaufen. Ansonsten müssten wir halt mit irgendwem gegen andere Waren hier wieder tauschen. So, wir haben aber wieder 10 Lernpunkte. Ich höre. Ah, und wir können hier eben unser Fleisch mal anbrennen. So, wir haben ja sehr viel von. So, haben wir alles mal angebraten. Brauchen wir jetzt eigentlich nur noch hoch in den einen Turm zu gehen. Und da mal schauen, wie wir vorankommen. Beziehungsweise wenn ich hier jetzt der Verband der Ork-Schamane. Xardas will mich erneut auf die Probe stellen, um den zweiten Teil der Schläfergeschichte zu erfahren. Soll ich einen verbannten Ork-Schamanen in der Ruine eines Kastells aufsuchen? Es steht auf dem Gipfel eines hohen Berges im Osten von Xardas Turm. Mir ist noch nicht ganz klar, wie ich den Schaman davon abhalten kann, gleich Feuerbälle nach mir zu werfen. Kommt Zeit, kommt Rat. Ich weiß es auch nicht. Aber ich will den jetzt auch nicht umbringen.
Das wird interessant. Jo. Müssen wir uns einmal hier durchbringen. Ich glaube, der schnellste Weg jetzt von hier da hochzukommen, wäre wirklich, wenn wir hier jetzt geradeaus durchgehen. In dem Wald vorbei. Genauso wie an dem Orkfriedhof da oben. Auch nochmal vorbei. Aber ich feiere es, dass wir jetzt tatsächlich Xardas auch mal hier persönlich gesehen haben. Kennenlernen durften. So, da ist der Weg. Da müssen wir lang. So. Hier dürften jetzt aber keine neuen Viecher sein. Gehe ich mal von aus. Warte mal. 150.000 müssen wir als nächstes schaffen für die nächste Stufe. Das jetzt der richtige? Ja, hier war der richtige Weg. So glaube ich zumindest. Warte mal, das ist doch östlich von Xardas Turm, oder? Ja, das ist östlich. Und es flackert wieder so viel. Jetzt habe ich Angst, dass das hier genauso anfängt wie in Redguard, immer wieder abzuschmieren. Ich hoffe nicht. Da hätte ich aber Angst vor. So, hier speichern wir. Wieso haut er nicht zu? Nee. Bitte auf Schwert, ja? So, mach mal den da. So, komm. Nochmal. So. Der greift mich jetzt nicht an. Okay. Weil ich ihn verteidigt habe. Wo ist von dem anderen die Waffe? Urschak. Dank Schulden, Fremder. Böse Orks töten wollen mich. Alte Brüder seien heute Feinde. Wer bist du? Woher kannst du unsere Sprache? Warum kämpft deine Stammesbrüder gegen dich? Wer bist du? Name Urschak. Sein Sohn von Geist. Menschen nennen Schamane. Woher kannst du unsere Sprache? Woher kannst du unsere Sprache? Urschak gewesen Sklave bei Menschen in Mine. Seien gelaufen weg. Seien viele Winter her. Ah? Du warst Sklave der Mine? In welcher Mine? Du warst Sklave in der Mine? In welcher Mine? Mine gewesen mit Dorf in Kessel darüber. Warum Dorf mit Kessel drüber? Warum kämpfen deine Stammesbrüder gegen dich? Urschak, gefallen in Ungnade, haben beschmutzt Ehrfurcht vom Krushak. Glauben, Krushak sei ein böser Dämon. Was heißt Krushak? Was heißt Krushak? Menschen sagen, schlafen. Du meinst Schläfer? Ja,
Menschen sagen Schläfer. Ah, was weißt du über den Schläfer? Was weißt du über den Schläfer? 5 Brüder seien gewesen, seien viele Winter vorher, waren Söhne von Geist, wie Urshak. 5 Schamanen also. Haben gerufen, Krushak! Haben besiegen wollen, Clan von Feind. 5 Brüder von damals haben gebaut Tempel in Erde für Krushak. Ein unterirdischer Tempel zu Ehren des Schläfers. Das muss Xardas gemeint haben mit unter der Orkstadt. Was passierte dann im Tempel unter der Erde? Was passierte dann im Tempel unter der Erde? Brüder von damals haben gegeben Herz für Krushak. Aber Krushak gewesen böse. Krushak verfluchen alle, die bauen Tempel. Brüder ohne Herz, nun sein tot und lebendig. Sein beides. Krushak haben Herz von Brüder. Herz sein Kraft für Krushak. Was passierte mit den Arbeitern, die den Tempel erbauten? Krushak verfluchen alle. Auch die gewesen Arbeiter seien allen tot und lebendig. Okay, haben die Orks an der Oberfläche nichts unternommen? Haben verschlossen Tempel. Brüder von heute anbeten Krushak. Krushak bekommen Opfer, damit nicht werden böse. Urshak-Opfer finden falsch. Haben gesagt Krushak böse. Brüder wollen nicht hören. Brüder sagen Urshak gehen. Brüder schlagen Urshak. Ich muss in den unterirdischen Tempel. Kannst du mich dorthin bringen? Urshak sagen Dank zu Fremder. Fremder retten Urshak. Aber Eingang von Tempel in Heimat. Urshak nicht können gehen Heimat. Verstehe. Sie lassen dich nicht mehr in die Orkstadt zurück. Kannst du mir sagen, wo auf meiner Karte hier die Orkstadt ist? Heimat von Urshak sein, wo Karte nicht bemalt. Fremder geben Karte, dann Urshak machen Karte fertig. Erstaunlich. Du bist ein guter Kartenzeichner. Danke. Dann muss ich mir den Weg wohl freikämpfen. Brüder in Heimat seien sehr stark. Brüder seien sehr viele. Fremder nicht gehen. Viele Krieger. Fremder sterben. Andere Söhne von Geist in Heimat machen fremde Feuer, dann fremde sterben. Ja, okay, aber ich muss einen Weg in den Tempel finden. Urshak kennen Weg. Fremde tragen Ulumulu. Ulumulu? Was ist ein Ulumulu? Seien Standarte der Freundschaft. Brüder respektieren Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu, dann fremde nicht sterben. Okay, wo bekomme ich ein solches Ulumulu her? Fremde gehen zu Freund von Urshak. Freund von Urshak geben Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu, dann Fremde nicht sterben. Ja, das mit dem Nichtsterben habe ich verstanden, aber wo finde ich deinen Freund? Freund von Urshak sein in Mine von Menschen. Freund damals nicht laufen weg mit Urshak. Freund damals gewesen krank. Warst du in der alten Mine gefangen? Urshak nicht verstehen. Warst du in der verlassenen Mine gefangen? Urshak nicht kennen Wort. Warst du in der freien Mine gefangen? Urshak gefangen in Mine und der Dorf in Kessel. Urshak glauben, Menschen nennen so. Danke für deine Hilfe. Urshak danken Fremde. Fremde retten Urshak. Fremde nun Freund von Urshak. Freund nehmen Geschenk. Nehmen Talisman von Urshak. Talisman schützen vor Atem von Feuerwaran. Urshak nicht können gehen Heimat. Urshak nun hier wohnen. Freund kommen, wir brauchen Hilfe. Vielleicht werde ich auf dein Angebot zurückkommen. Okay, warte mal, jetzt will ich wissen. Er hat ja meine Map. Die ist jetzt vollständig. Boah. Okay, nice. Er hat die mir vollständig gemacht. Da war ja ein Teil nicht bemalt. Okay, gut zu wissen. Das da unten ist also Xardas Turm da. Südwestlich.
Und das da ganz im Westen, von da wo wir jetzt sind, das ist die Orkstadt. Jetzt müssen wir aber einen Weg wieder zurückfinden nach unten. Oder irgendwo, wo wir pennen können wenigstens. So, wie sieht's hier aus? Aktuelle Mission. Urshak, der Verband der Schamane, verriet mir den einzigen Weg in den unterirdischen Schläfertempel, unter der Orkstadt, zu gelangen, ohne gegen alle Orks kämpfen zu müssen. Ich brauche einen Ulumulu, eine Art heilige Ork-Standarte, die von allen Orks als Symbol respektiert wird. Ein Freund von Urshak, der in einer Mine der Menschen gefangen gehalten wird, kann mir eine solche Standarte herstellen. In der alten Mine, da weiß ich, da ist safe ein Ork. In der neuen Mine habe ich keine gesehen und in der verlassenen Mine auch nicht. Okay, in der verlassenen Mine waren wir aber auch nicht drinnen. Aber ein Ork, ein gefangener Ork ist in der alten Mine definitiv. Das heißt, wir müssen dahin. Ja, das wird ein Spaß, gegen die alle da zu kämpfen. Ich habe aber auch wenig Lust, die Leute da umzubringen jetzt. Später, also in einem extra Safe-Game, will ich das noch tun? Ja. Aber jetzt, wo es noch relevant für die Story sein könnte? Nee. So, dann jetzt erstmal wieder runter. Vor allem ist auch schon wieder Nacht. Wie schnell es hier Nacht wird. Heftig. Könnten aber rein theoretisch auch die ganzen Orks alle ausschalten. Können wir ja machen. Ist uns nicht verboten worden. Oder wir holen uns das Ulumulu. Das Ulumulu, ich feiere das Wort. Wir holen uns das Ding. Und schalten danach die Orks aus. Macht keinen Sinn, so zu springen. Der will uns wieder aufs Maul geben. Nee, wir töten ihn nicht. Wir hauen ihn nur aufs Maul. Aber wir können noch mal zu Diego. Und was können wir eigentlich... Was wäre jetzt am sinnvollsten? Stärke sind wir eh jetzt bei 106. Was könnten wir... Einhänder können wir jetzt nirgendwo meistern. Obwohl, ist schon gemeistert. Zweihänder, Bogen oder Armbrust. Wir könnten mal Bogen machen, aber... Ich glaube, das... Cavallon war doch Bogen, oder? Da haben wir wieder Diego. Hallo. Hi. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist dich Gomez-Leuten anzuschließen. Ja, aber... Das bringt... Mach's gut. Ich... Kann man da jetzt hin? Warte mal, wir machen jetzt hier mal Safe Game. Das sah irgendwie ein bisschen offen aus. Komm, einer von denen muss jetzt herkommen. Waffe weg! Da ist der Verräter aus unserer Mitte. Pa und ich haben wir mal Gardist genannt. Moment, was redest du da, Bloodwin?
Machst gemeinsame Sache mit dem neuen Lager, was? Warte mal, ich bin doch noch immer... Glaubtest wohl, das könnte ewig so gehen. Jetzt hör aber auf mit diesem Unsinn. Okay. Verräter wie dich machen wir kalt. Stirb, Abtrünniger! Okay, Bloodrun wird mir eine Freude sein, auszuschalten dann jetzt in dem Fall. Hey, Diego! Okay, wir brauchen Diegos Hilfe. Aber wir quatschen mal jetzt mit Bloodrun nochmal. Da ist so. Moment. Warte, glaub jetzt. Stirb! Jetzt brauchen wir Diego. Aber, warte. Der Verbannung aus dem alten Lager, gehe ich mal von aus. Fletcher, der nun das Haupttor bewacht, reagierte ähnlich wie Bloodwind am hinteren Tor. Mir ist nicht klar, warum, aber es muss etwas mit meiner Fokussuche für das neue Lager zu tun haben. So. Diego, ich brauche dein... Hey, wieso? Wieder auf Magie? Wen hat er jetzt hier getötet? Bloodwind. Kampfschwert? Er hat Bloodwind getötet. Okay, nice. Schade, dass ich den jetzt nicht getötet habe, aber... Ja, gut. Wie sieht es mit dem da aus? Warte mal, erstmal bevor wir den da erledigen. So. Erstmal speichern. Ja, gut. So. Leichte Armbrust. Töten wir den. Der hat mich angegriffen. Jetzt brauche ich wieder Gesundheit. Komm, wir machen mal das, was wir jetzt so viel haben. So, nochmal speichern. Gibt es jetzt wieder was Neues hier zu lesen? Nee. Erfüllte Mission hier. Nee, bisher sind nur Aufnahme Sumpflager und neues Lager hier gescheitert. So, wo wollten wir hin? Auf die andere Seite. Komm, wir gehen mal hier rum. Was? Was ist... Wie ist das denn passiert? So. Was macht das eigentlich? Ermöglicht Sprinten? Komm, nehmen wir mal. Jo! Okay. 5 Minuten lang sprinten? Stand da jetzt, oder wie? So, dann bin ich gespannt, ob wir hier hinten auch die alle ausschalten können. Außer Fletcher. Aber Bloodwind bin ich jetzt froh, dass wir den los sind dann. Wäre nur viel cooler gewesen, hätte er gesagt, so, ich bin jetzt auf deiner Seite, neuer. So, da haben wir Fletcher. Die dürften jetzt auch... Ne, hier ist irgendwo einer... So, und der hier noch. Nein, nicht. Hör auf, hör auf. Okay. Noch einmal mit dem Sprinten.
So. Rennt man nochmal darüber. Tötet da aus Versehen noch einen. Der letzte Scheiß. Obwohl, da bin ich jetzt gespannt. Was, wenn wir alle da töten? Hier auf der Seite des Ports haben wir auch alle getötet. Gibt es da noch eine Möglichkeit, irgendwie reinzukommen oder so? Nee. Jo. Renn heim zu Mutti. Nächste. So, und der hier noch. Das wird dir noch leid tun. So, den haben wir getötet. Schnauze Fletcher. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Das wird dir noch leid tun. So, töten wir ihn jetzt. Den töten. Das wird dir noch leid tun. So. Und den. Komm, kein Erbarm. Die sind mir alle in den Rücken gefallen, dann falle ich denen auch allen in den Rücken. So. Keine Rücksicht, kein Erbarm. Wie sieht es mit dem da aus? Hallo. Hi. Wir sehen uns. Okay, mit Mild kann ich jetzt auch nichts Neues labern. Da sind noch zwei eigentlich. Jo, greif den doch an. Und einstecken. Grobes Schwert. Die sagen, ich bin der Verräter. Die sind mir in den Rücken gefallen. Also sind die Verräter. Dürfte jetzt auch keiner mehr hier draußen sein. Jetzt ist die Frage, kommen wir da überhaupt noch rein? Immerhin sind, der Fletcher war ja auch einer der, hier, Geldeintreiber. Jackal in der alten Mine, der immer 10 Erz haben wollte. Bloodwin an dem Tor. Und Fletcher hier an dem, der jetzt wegen Neck sauer war oder traurig. Komm, die beiden machen wir jetzt auch. Ziehen wir komplett aus dem Verkehr. So. Die sind selber schuld, dass die mir alle in den Rücken gefallen sind. Die Truhe, hatten wir die schon gelootet gehabt? Nee, hatten wir nicht.
So, warte mal. Verbannung, Ulberts Lagerschuppen, der verbannte Ork-Schamane, Suche nach dem Ulumulu. Ursprung, der verbannte Schamane verriet mir den einzigen Weg in den unterirdischen Schläfertempel unter der Orkstadt. Also, genau, das Ulumulu. Dafür müssen wir in die alte Mine. So. Genau, dafür müssen wir hier jetzt dran vorbei. Irgendwo. Genau, hier war das. Beziehungsweise wir machen hier bei Cavalon ein kleines Päuschen. Beziehungsweise bei Scorpio können wir mal, oder bei Cavalon, bei einem von den beiden auf jeden Fall, mal Bogen lernen. Cavalon, kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Bogenstufe 1, 10 Lernpunkte. Kannst du mir beibringen, besser mit dem Bogen umzugehen? Für einen Anfänger ist es nicht schwierig, besser zu werden. Es ist eine Frage der Haltung. Die Füße schön weit auseinander, Arme auf eine Linie bringen, Luft anhalten und Schuss. An bestimmten Stellen des Körpers reicht ein Schuss aus, um dein Ziel zu erlegen. Als Anfänger hast du nur eine kleine Chance, diese Stellen zu erwischen. Aber wenn du meine Ratschläge beherzigst, wirst du beim nächsten Mal besser treffen. Okay, nice. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. 400 Erz. Was hat er sonst noch? Ein Dietrich. Ach komm. Wir können dem mal alles andrehen, was wir jetzt haben. 128 Fackeln. Wofür brauchen wir so viele Fackeln? Achso, die Dinger brauchen wir auch nicht mehr. So, was haben wir noch? Hier nix. Glück eines Eisgolems brauchen wir nicht. Mal gucken. Mal gucken, wie weit wir hier jetzt runter gehen müssen. Obwohl, warte mal. Den behalten wir. Haben wir hier einen besseren Schwert? Eins, das besser ist. Also einhändig, was besser ist als unseres. Das sind alles Zweihänder. Das ist Zweihänder. Nee. So, aber erst einmal hier. Das Erz. Sein ganzes Erz will ich haben. Wir sind jetzt eh schon Überlänge mit der Folge. Die paar Minuten können wir noch ein bisschen überziehen. Können wir uns mal sein ganzes hier alles, was er an Fallen hat. Ja, dauert ein bisschen. Ich glaube, wir können eh nicht alles von dem jetzt kriegen. So. Bolzen gönnen wir uns jetzt auch von dem alles. So, Reiterbogen. Hat er einen besseren Bogen? Nee. Armeebogen. Hornbogen. Hornbogen? 68. Rostiges Schwert. Blutfliegenstachel hat er auch. Jede Menge. Okay, das war's. Das ist schon unterste hier.
Also was können wir noch von ihm uns gönnen? Hier, das. Ja, dann gehen wir hier mal. Nehmen wir das zurück und das. Ah, okay, das war jetzt. Das war jetzt das Falsche. Aber okay, dann machen wir. So. Nee. Das. Das zurück. Ah, nee, nee. So, warte, nochmal so. Dann nochmal. Das. Und das. Ach komm. Komm, gehen wir an das. Passt. Mach jetzt kein großes Tamtam drum. So. Das ist 66. Das ist 68. Können wir ihm das hier verkaufen? Ne, irgendjemand anderen können wir das verkaufen. Aber ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.